Aber ich möchte jetzt ganz einfach mal in die Gegenwart kommen. Du hast ja deine ersten Produktionen bei, man kann es gerne dazu sagen, bei Fiesta Records rausgebracht. Stimmt. Nun hast du dein eigenes Plattenlabel ins Leben gerufen. Was war für Ja. dich der Grund, dass du das getan hast? Es ist ja auch ein mutiger Schritt eigentlich. Mutiger Schritt, ja, deswegen auch der Song Fragile Zerbrechlich. Also warum habe ich das gemacht? Grundsätzlich, es gibt Massa Musica und Entertainment, das Management. Viele Sachen hatte ich ja schon selber gemacht und in die Zeit, wo wir jetzt auch leben, man braucht auch eigentlich keine große Plattenfirma, um seine Songs zu können veröffentlichen. Natürlich ist es aufwendig, es ist ganz viel Arbeit, auch mit deinem eigenen Verlag, weil du hast Kontakt direkt auch mit die Texter, die Komponisten, aber all die Sachen, auch Werbung und das, was man auch von mir alles gesehen hat. Für 80% hatte ich das schon alles im Griff. Ich machte es schon. Es waren einfach die letzten 20%, um es einfach selber umzusetzen. Und ich dachte, warum nicht? Also meine Intention ist immer gut. Nicht für mich selber, aber auch für jemand anders. Und wenn etwas schief läuft, dann ist es so, ich habe es geprobiert, ich habe all das Mögliche gemacht, was ich konnte machen. Und das war auch eigentlich meine Bewegung, um für mich selber komplett independent zu werden. Guck mal, der Vincent Groß, der hat auch seine eigene Label gegründet. Und Claudia Jung hat auch ihre eigene Label. Es Andrea sind Berg, viele. ja? Andrea Berg, also es muss irgendwie einen Grund auch haben, warum man es macht. Ja, Mara Kaiser. Mara Kaiser macht es auch selber. Ja, Ja. Ja. es gibt ja schon einige und es ist aufwendig, aber ich bin schon ziemlich gestrukturiert und habe das im Griff. Aber ja, es kommt ganz viel noch dazu. Aber es gefällt mir, weil letztendlich du investierst in dich als Mensch und Künstlerin. Und all das, was du erreichst, erreichst du zusammen mit den Fans, mit dir. Diese Zeit, die wir zusammen jetzt verbringen, das ist klasse.